3, 2. Woo! Ah, das ist cool, Digga. Steig auch ein, Digga. Denkst du, ich halte jetzt an für dich? Leute, ein herzliches Willkommen zum heutigen YouTube-Video. Wir sind heute hier am Start mit einem Audi R8. Wir haben uns nämlich für ein kleines Fotoshooting gemietet und ich muss euch ehrlich sagen, uns ist eine Sache aufgefallen beim Shooting und zwar, wie geil sind diese Felgen. Und Leute, wir haben uns mal überlegt, euch komplett mitzunehmen durch so einen kompletten Entwicklungsprozess, wenn ein neues Modell bei uns in den Shop kommt, ja. Wir wollen es jetzt anhand von diesem Auto machen. Ja, wir haben ja die Felgen, die sind jetzt ein bisschen zerstört, also nicht wundern. Und wir haben hier grundsätzlich ja schon mal eine schwarze Felge, ja. Schwarzglanz. Und ihr seht hier, wir haben ja auch Details in Silber und das ist natürlich etwas komplizierter, das Ganze als Uhr abzubilden. Aber grundsätzlich nicht unmöglich. Man kann natürlich mit Zweifarbigkeit arbeiten. Da arbeiten wir in der Regel mit Hand, also wird es mit der Hand quasi auf die Felgen gezeichnet. In dem Fall haben wir einen schwarzen Bremsbacken. Das würde ich in dem Fall wahrscheinlich nicht machen. Schwarz ist etwas zu schlicht, ja. Wir arbeiten in der Regel mit etwas härteren Akzenten. Zum Beispiel das Rot würde sehr, sehr gut passen. Ja, auch ich habe gerade so eine schwarz-rote Uhr an. Vielleicht kann man das einmal mit rüberbringen. Und das wäre jetzt so eine Sache, wo ich sagen würde, hey, das sieht cool aus, wenn man mal sagt, hey, schwarz mit silbernen Akzenten und dann noch roten Bremsbacken quasi und das Ganze dann mit roten Zeigern, dass man das sehr, sehr einheitlich hat. Und deswegen, ich finde das Auto geil, ich finde die Felgen geil und ich würde sagen, wir machen einfach mal ein Modell, ein limitiertes Modell als Automatikuhr und nehmen euch komplett mit durch den Bearbeitungsprozess. Wir sind jetzt aktuell noch in Dubai, aber der restliche Part wird dann in Deutschland gezeigt, also wie entsteht die technische Umsetzung der Felge. Also wir haben jetzt ein Bild der Felge quasi und jetzt wird das Ganze technisch umgesetzt, das heißt mit der Hand nachgezeichnet, ja. Also diese ganzen Akzente hier, dass man das auch bemalen kann, müssen entsprechend auch hervorgehoben werden und auch natürlich die Streben an sich, ja, oder auch zum Beispiel hier, das muss alles jetzt quasi technisch nachgezeichnet werden. Da gibt es jetzt, da machen wir jetzt gleich verschiedene Bilder von der Felge. So wird es auch bei unseren Sonderanfertigungen passiert. Also ihr könnt uns ja ein Bild von euren Felgen schicken und wir machen das dann 1:1 für euch mit euren eigenen Felgen. Da könnt ihr sogar die Farbdetails komplett frei wählen und das ist jetzt eigentlich hier auch nichts anderes, ja. Also was machen wir dafür? Wir brauchen in dem Fall Bilder von verschiedenen Winkeln, das heißt, um eine dreidimensionale Grafik zu erstellen, machen wir einmal quasi von oben ein Bild, dann frontal und ja, ich mache immer noch mal so eine zweite Ansicht von der Seite, weil in dem Fall ist die Felge auch nicht komplett symmetrisch, mache ich noch mal von hier ein Bild. Und das wäre schon ausreichend, um wirklich eine 1:1 Umsetzung der Felge zu machen. Wenn ihr eine Sonderanfertigung bei uns bestellt, dann reicht in der Regel auch ein Bild von vorne, ja. Manchmal sage ich, hey, noch ein zweites Bild wäre in Ordnung, aber viele, viele Felgen finden wir auch im Internet und dann können wir im Internet auch raussuchen und da sind dann mehrere Ansichten meistens da, also da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Also wenn ihr eine Sonderanfertigung wollt mit eurer eigenen Felge, die durchläuft den kompletten Prozess, den ich jetzt hier auch zeige. Da könnt ihr auch das Uhrwerk und so weiter frei auswählen. In diesem Fall machen wir eine Sonderanfertigung. Ich habe noch nicht ganz entschieden, welches Uhrwerk wir nehmen. Wir können ein Schweizer Uhrwerk nehmen oder ein Automatik-Uhrwerk Miyota. Vielleicht kann ich euch das so kurz auch mal zeigen, ja, was für Möglichkeiten wir beim Uhrwerk haben. In diesem Fall, ich habe gerade mir eine eigene Uhr angefertigt. Vielleicht kennt ihr die Felge, die gibt es auch als Quarzmodell bei uns im Shop. Die hatten wir auch mal als Automatikuhr. In diesem Fall haben wir ein Sellita-Uhrwerk. Das ist ein Schweizer Uhrwerk, das heißt, es ist Swiss-made. Und das Ganze gibt es natürlich auch von nicht aus der Schweiz. Ja, Swissmade ist relativ teuer. Diese Uhr kostet im Verkauf, also mit einem Schweizer Uhrwerk kostet die im Verkauf über 1000 Euro. Ja, so 1000, 1200 müsst ihr da rechnen für eine Sonderanfertigung oder ein Shopmodell. Wir haben aber auch die Möglichkeit, eine Miyota-Uhrwerk zu verbauen. Das ist etwas günstiger. Da liegen wir bei zwischen 300 und 600 Euro. Das kommt natürlich darauf an, ob das individualisierbar ist. Ja, also individuelle Felgenuhr mit Miyota-Uhrwerk liegt aktuell bei 600 Euro und ein nicht individualisiertes Modell liegt bei 300 bis 350 Euro, je nach Modell. Ich kann euch auch dafür mal ein Beispiel zeigen. Ich habe sogar auch eins dabei. Okay, hier haben wir ein Beispiel. Ist auch eine Sonderanfertigung in dem Fall. Ich mach das kurz sauber. Ich kann man das nochmal zeigen hier. Das wäre jetzt zum Beispiel ein japanisches Uhrwerk der Marke Miyota. Ja, man sieht das auch von vorne. Das ist in dem Fall jetzt eine Sonderanfertigung. Das heißt, freie Felgenwahl, freie Farbwahl, auch der Details. Da kann man noch, zum Beispiel silberne Details haben wir jetzt nicht im Onlineshop fest. Aber das wäre jetzt eine Sonderanfertigung, ein Beispiel dafür. Wir haben auch noch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Quarzuhrwerk zu machen. Da ist die Rückseite dann geschlossen, weil das ein batteriebetriebenes Uhrwerk ist. Ja, diese sind mechanisch. Das heißt, durch das Bewegen der Uhr lädt die sich quasi automatisch auf. Man kann die natürlich auch mit Handaufzug machen. Also hier quasi am Rädchen drehen. Das ist bei den Automatikuhren auch möglich. Und ich finde, das ist ein geiles Produkt. Es ist jetzt kein Lambo, es ist jetzt kein Bugatti, aber es ist ein Audi R8. Also kann man hier auch schon eine hochpreisigere Variante rausbringen dafür. In meinen Gedanken aktuell würde ich jetzt fast so zu Miyota gehen. Die feste Entscheidung ist natürlich nochmal ein bisschen abhängig, was sagt mein Geschäftspartner, was sagt das Team. Ich mache auch oft auf Instagram mal eine Umfrage, hey, was würdet ihr sagen, sollen wir das als Swissmade-Uhr rausbringen oder als Miyota-Uhr? Also wenn ihr dabei sein wollt, auf Instagram mitentscheiden wollt, was wir für Produkte rausbringen, in welche Richtung unsere Marke gehen wird, dann folgt auf jeden Fall mal auf Insta rein, ist auf jeden Fall hier unten verlinkt. Genau, aber so viel dazu. Und ich würde sagen, weil das Auto so schön ist, gibt es noch einen kurzen Carporn.
Leute, wir sind wieder zurück. Und die erste technische Umsetzung der Audi R8 Felge ist jetzt fertig. Genau, wir haben es jetzt hier mal im STL-Viewer uns angeschaut. Genau, also dann haben wir quasi die Speichen umgesetzt. Das wird dann hier zweifarbig. Also hier wird dann Silber sein, so wie auch beim Auto, bei der Felge, beim Auto selbst. In der Mitte mit den 5 Schrauben. Wir überarbeiten das Ganze noch ein bisschen. Wir machen in der Mitte rund. Wir schauen mal genau, wie wir es am besten hinkriegen. So sieht dann so eine technische Umsetzung aus. Das wird quasi nachgezeichnet. Genau. Heißt also, wie auf dem Papier, nur halt im Dreidimensionalen, wird dann diese technische Umsetzung gezeichnet. Also ihr seht, das ist alles hier dreidimensional. Und das testen wir jetzt. Und zwar machen wir so einen Testdruck. Ja, das wird im 3D-Druckverfahren gemacht. Das heißt, jetzt wird so eine 3D-Druckdatei erstellt. Da nehme ich euch auch kurz mal mit. Und dann drucken wir das quasi aus. Also nicht mit einem Papierdrucker, sondern halt dreidimensional, weil auch die Felge natürlich dreidimensional ist. Wird das dann auch dreidimensional ausgedruckt. Das wird ganz interessant zu sehen. Also ich bin gespannt, wie es aussehen wird, wie es auch als Bauteil dann wirken wird. Also kommt mal kurz mit. Jetzt geht es weiter mit der Druckdatei. Und das ist dann quasi die Plattform, auf der das Ganze gedruckt wird. Und jetzt bearbeiten wir das. Wir setzen sogenannte Supports. Das zeige ich euch dann gleich, wenn es rauskommt. Genau, also hier kann ich dann quasi auch alles bearbeiten. Ich kann das hier entsprechend verschieben auf der Z-Achse zum Beispiel. Wir arbeiten hier mit einem Abstand von 6 mm. So, und wir kippen die Felge jetzt hier im 45-Grad-Winkel auf der X-Achse. Und genau, dann wird die quasi so jetzt ausgedruckt. Jetzt setzen wir noch quasi Supports. Das ist die Struktur, die entsteht, damit die Felge auch schön sauber rauskommt. Das mache ich jetzt und dann gebe ich euch kurz ein Update. Das dauert kurz eine Viertelstunde. So, und genau. Jetzt sind wir fertig und so wird das Ganze dann quasi gedruckt. Also das ist dann quasi oben hier, das wird von oben nach unten gedruckt. Und diese Struktur ist quasi, das sind quasi die Supports. Und wir haben uns mittlerweile auch für einen Namen entschieden für das neue Modell. Wir werden es Evolution-Felgenuhr nennen, Evolution-Automatik-Felgenuhr, weil wir uns auch für ein Automatik-Uhrwerk entschieden haben. Aber dazu später, das zeige ich euch noch im Detail, für welches wir uns entschieden haben. Und wir bauen das jetzt komplett fertig. Also wir machen jetzt eine Uhr mal komplett fertig, dass ihr so einen kompletten Prozess versteht. Genau, da haben wir etwa so eine halbe Stunde Aufwand gehabt bei der Erstellung der Datei, so etwa 2 bis 4 Stunden im Durchschnitt, kann man sagen 3 Stunden. Und genau, das Ganze wird jetzt quasi ausgedruckt, das dauert auch noch mal etwa 4 Stunden. Jetzt laden wir das Ganze auf den Stick drauf und dann geht es auch schon in den Drucker rein. Der Stick kommt hier gerade, natürlich im Benz-Look. So Leute, wir sind jetzt in unserem Druckraum und so sieht das Ganze dann aus. Aktuell brauchen wir noch 2 Stunden 28, obwohl wir schon 40% erledigt haben. Und gleich wird dann so ein Teil rauskommen. Also das sind ja die Supports, die ich euch gerade besprochen habe. Und das ist eine andere Felge, die wir jetzt mal getestet haben. Genau, und also hier machen wir die Arbeitsvorbereitung quasi. Einer unserer Uhrmacher, Juri, wie geht's? Genau, da haben wir gerade was ganz Besonderes. Er spricht kein Deutsch, er ist aus der Ukraine. Und wir haben hier mal ein goldenes Uhrwerk eingebaut. Das haben wir gerade mal getestet, wie das aussieht. Also das ist jetzt ein Kundenauftrag, eine Sonderanfertigung. Da haben wir mal ein goldenes Uhrwerk eingebaut. Das ist eigentlich sehr, sehr clean. Und Leute, wie gesagt, wir warten jetzt auf den Druck, bis er fertig ist. Dann holen wir die gleich raus und zeigen euch dann kurz mal ein Update, wie das dann aussieht. Wir würden das mal kurz durchlackieren. Wenn wir den Prototyp dann fertig haben, also quasi 3D-Druckdatei fertig ist, dann geben wir das quasi in Produktion und wir produzieren das in so einem Spritzgussverfahren. Ja. Also ein spezielles Spritzgussverfahren haben wir dafür. Dann wird es in Menge produziert und dann können wir das in Menge quasi einbauen. Aber wir machen jetzt erstmal mit dieser einen Felge quasi eine komplett fertige Uhr. So, also wir grundieren jetzt das Teil. Genau, wir haben so eine kleine Vorrichtung in unserem Lackierraum. Genau, in dem Fall nehmen wir jetzt kurz mal so eine Grundierung, dass wir es einfach mal zusammenbauen können. So, wir haben den ganzen Prozess nochmal durchgemacht und haben jetzt das komplett fertige Teil. Ich zeige euch noch nicht so viel, weil gleich ist das Ganze in der fertigen Uhr. Das heißt, wir sortieren jetzt die ganzen Teile, die wir dafür brauchen. Und das zeige ich euch jetzt mal im Detail, wie das gemacht wird. Also, in diesem Falle brauchen wir rote Bremssättel. Also das wäre so ein roter Bremssattel, den wir dann eben verbauen. Dann auch entsprechende Zeiger. Also wir haben hier verschiedene Zeiger, je nach Uhrwerk. In diesem Fall haben wir gesagt, wir arbeiten mit einem Automatik-Uhrwerk. Das zeige ich euch gleich nochmal, das ist auch das Interessanteste. Genau, die sind jetzt hier drin. Das sind dann quasi die Zeiger, die wir brauchen. Die Felge, die wir brauchen, das wird gleich nochmal gereinigt, weil wenn ich mit den Händen dran fasse, natürlich steht da ein bisschen Fett. Also das ist auch sehr, sehr wichtig, Sauberkeit. Wir arbeiten extrem sauber, haben Absaugung, alles drum und dran. Das wird gleich erst mal durchgereinigt und dann montieren wir das Ganze. Aber erst zeige ich euch mal das Uhrwerk, das wir verbauen. Genau, dafür gehen wir kurz zur Montage. Da haben wir die ganzen Uhrwerke liegen. So, und genau, das ist dann eben so ein Uhrwerk. In dem Fall verbauen wir ein IOTA 8N24. Dafür haben wir uns entschieden. Die Uhr wird letztendlich für 350 Euro in den Shop kommen, aber wir limitieren die Uhren auch auf 100 Stück. Das heißt, wir müssen dann auch noch die Rückseite gravieren. Ja? Leute, wir haben hier zum Beispiel gerade einen Auftrag. Also mein Uhrmacher sitzt gerade da und hier sind dann zum Beispiel solche Aufträge. In dem Fall eine Sonderanfertigung wieder. Da habt ihr dann die Gravur 1 von 1, wie ihr seht. Und auch hier haben wir das IOTA Uhrwerk verbaut. Das wäre jetzt so eine Sonderanfertigung zum Beispiel. Das heißt, die findet ihr nicht im Shop. Der Kunde kann uns ja auch ein Bild von seinen Felgen schicken und dann wird quasi das komplett individuell gemacht. Aber darum soll es nicht gehen, sondern darum, dass wir die auf 100 Stück limitieren und diese limitierten Modelle sind sehr begehrt. Release dazu ist heute um 16 Uhr quasi, wie ihr das Video seht, wird dieses Modell released und ich hole euch mal so ein Uhrwerk raus, dass ihr mal die Details sehen könnt. Also das ist wirklich ein super Uhrwerk. Wir arbeiten mit IOTA zusammen.
Genau, das wäre dann die silberne Variante hier, Miota 8 N24. Und dann hier kommen dann die Zeiger drauf. Das ist quasi die Rückseite. Die Rückseite seht ihr dann auch, also da kommt auch dann Glas drauf. Also jetzt haben wir Zeiger, Bremssattel, die Felge an sich und das Uhrwerk. Vor allem natürlich noch das Armband und das Gehäuse und natürlich auch alles mögliche an Dichtungsringen und so weiter. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie das Ganze aussieht. Ich zeige es euch jetzt einfach mal ganz kurz an meiner Uhr. So, wir sind jetzt kurz in meinem Social Media Raum. Bremssattel, Zeiger haben wir gesagt. Das Glas, was hier verbaut ist, ist ein Saphirglas. Und ihr seht auch, hier sind auch Zahlen drin. Das machen wir bei dem neuen Modell auch. Das heißt, da ist noch so ein Ring drin aus Metall mit Zahlen. Und dass das Glas hier reinkommt, das wird quasi mit so einer Uhrpresse gepresst. Da steht zum Beispiel auch eine in meinem schönen Hintergrund. Genau, also mit dieser Presse wird es dann reingepresst quasi, das Glas. Und da ist dann auch nochmal so ein Ring drin. Auf der Rückseite haben wir hier auch nochmal ein Glas, auch Saphirglas. Und wie ihr sehen könnt, auch noch so ein Ring, ja, so ein Metallring. Das ist quasi zum Verschrauben der Uhr. Also hier kann man quasi dann die Uhr hinten aufschrauben, wenn man am Uhrwerk irgendwie arbeiten machen will. Wir haben noch so eine Krone und das Armband. Genau, wir verbauen jetzt, also ich habe mir so ein Glanzarmband dran gemacht, aber bei dem neuen Modell wird mal das Armband kommen. Genau, wir bauen jetzt einmal eins zusammen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz gravieren. Das heißt, wir machen ja die Modellnummer quasi auf die Rückseite drauf. Gravurmaschine haben wir bei uns hinten im Lager. Ich zeige euch das Ganze mal, wie das dann aussieht. So, das ist dann unsere Gravurmaschine hier. Sag mal eine Nummer zwischen 1 und 100. 9. Ich habe alles komplett fertig gemacht, auch schon eingepackt. Wir haben uns jetzt komplett entschieden, wie wir es machen wollen. Wir verschicken die Uhr in der großen Box. By the way, ich habe seit 2 Stunden diese Handschuhe. Also ist wirklich. Uhr ist fertig, aber ganz kurz, bevor wir die zeigen. Zu jeder Bestellung gibt es einen Mesh-Armer dazu. Zu jeder Bestellung gibt es auch ein Werkzeug zum Kürzen dazu. Wir haben das jetzt komplett fertig verpackt, so wie es sein wird. Das ist dann nochmal extra verpackt. Da sind noch 3 Satzspitzen dabei. Das heißt, ihr könnt die direkt kürzen. Hier auf der Rückseite ist quasi die Garantie und alles drum und dran. Das seht ihr dann, wenn ihr selber eine bestellt. Auch die Modellnummer und alles ist da mit dabei. Das heißt, haben wir einfach mal komplett fertig gemacht, dass ihr wisst, wie sowas aussieht. Nochmal ganz kurz zur Gravur. Wir haben hier, das lassen wir extern gravieren, hier dieses Drift-Element. Das haben wir jetzt nicht intern gemacht. Genau, wir haben jetzt hier Nummer 9 mal graviert. Haben hier Drift-Element quasi des Uhrwerkes, des Miota. Wie gesagt, das ist auch alles mit Folie und so, so wie es am Ende bei euch ankommt. Genau, und von vorne auch. Hier ist auch noch eine Folie drauf. Das ist jetzt die Fertiguhr. Wir werden euch gleich noch ein paar Shots einblenden. Die wird es im Shop geben zum Vorverkauf heute um 16 Uhr. Also wenn ihr das Video seht, es dauert noch ein bisschen, bis es alles produziert ist. Um 16 Uhr könnt ihr die bestellen. Letztes Mal ist sie sehr, sehr, sehr schnell ausverkauft gegangen. Schauen wir mal, wie der Release wird. Ich bin sehr gespannt. Aber dann wisst ihr einfach mal, wie viel Arbeit hinter so einer Produktentwicklung steht. Also wir haben jetzt 4 Stunden Dateierstellung, 3 bis 4 Stunden. Wir haben nochmal nachgearbeitet, also das ist nicht genauso, wie wir es hatten. Wir haben da nochmal zwischendurch nachgearbeitet. Das heißt, wir hatten sogar 6 Stunden technische Umsetzung mit der ganzen Absprache, Entscheidung, Zusammenstellung der Teile. Das muss ja auch alles bestellt werden bei Miota und so weiter. Also da war einiges in Arbeit. Und natürlich, das wird mit der Hand hier bemalt, das wird lackiert, die einzelnen Bauteile. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Modell. 100 Stück wird es geben. Das ist die kleinste Limitierung, die wir jemals hatten. Also wie gesagt, erster Link wird es im Profil sein. So wird das Ganze bei euch ankommen. Und ich würde sagen, jetzt blende ich euch nochmal ein paar geile Shots von der Uhr ein. Ich werde das wahrscheinlich kurz vor 16 Uhr, werde ich das hochladen, das Video. Dass ihr dann direkt, wenn ihr es fertig geschaut habt, die Ersten, dass die Chance haben, Leute. Schaut gerne in den Shop rein. Ich hoffe, es ist noch nicht ausverkauft. Letztes Mal ging es super schnell. Also letztes Mal, ich glaube, von einem Tag war alles weg. Genau, also wir werden ein bisschen Promo dafür machen auf den anderen Kanälen. Ich bin sehr gespannt, wie schnell sie weg sein wird. Ich finde es mit einer der schönsten Uhren, die wir je gemacht haben. Wir gehen jetzt in die Produktion, das muss jetzt alles gemacht werden. Wir sehen uns. Seid die Besten. Haut rein.